Eine höhere Bildung fordert eine höhere soziale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft. In diesem Sinne kamen Studenten, die nun ihr Studium beginnen, zum jährlichen Erstsemesterdinner seitens der Abteilung Dalim beisammen. Ja, sag mal, also das ist, darum geht es auch letztendlich, dass wir die Studenten kennenlernen, dass die Studenten sich untereinander kennenlernen, aber auch, dass die Studenten auch Jamaat kennenlernen, dass auch sie Shabbat Dalim kennenlernen, damit sie wissen, dass Jamaat für sie da ist, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenn sie Beratung brauchen, dass Jamaat ihnen unterstützen wird. Darum geht es hier. In diesem Beisammen können sich Studenten kennenlernen, austauschen sowie gegenseitig motivieren, um nach höheren Zielen zu streben. Es ist schon wichtig, wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit, als wir Abitur gemacht haben. Das war für uns etwas Großes, das erste Mal, wo wir was wirklich erreicht haben. Und dementsprechend fühlen sich die Schüler und jetzt die neuen Studenten auch, dass sie wirklich was erreicht haben, wirklich als hätten sie gegen irgendwas gewonnen. Und mit dieser Kraft und Elan wollen wir, dass sie auch weitergehen in ihrem Studium, dass sie das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber dass sie sich auch untereinander vernetzwerken, aber auch lernen, was es eigentlich heißt, ein Ahmadi zu sein, der einen gewissen Bildungsgrad hat und wie er das für die Gesellschaft zum Vorteil nutzen kann. Also für uns ist das Erstsemester-Dinner in erster Linie sehr wichtig, damit die Studenten zusammenkommen und wir denen die Wichtigkeit von einem Studium, einem Bildungsweg beibringen können und näher bringen können, weil wir auch einen Studiengang oder eine Weiterbildung bevorwürden und statt einer Ausbildung. Die Teilnehmer hat noch die Möglichkeit zu erfahren, welche Erwartungen Hazur Eqdis, möge Allah sein Helfer sein, an sie hat. Zu einem Anlass sagte Hazur, sie alle müssen es daher als ihre Aufgabe betrachten, in ihrem gewählten Bereich Spitzenleistungen zu erbringen. Damit gehen diese Studenten als Vorbilder voran. Kennenlernen, austauschen, informieren und weiterbilden. Das war das Erstsemester-Dinner seitens der Abteilung Dalim. Insgesamt nahmen über 50 Teilnehmer an diesem Programm teil. Es ist meistens so, dass man an der Uni oft alleine ist und keine Freunde hat. Ich bin jetzt eher hier, damit ich mehr Leute kennenlernen kann und man sich gut vernetzt in Uni. Wir müssen auf jeden Fall mit Fleiß und Leidenschaft an die Sache rangehen, weil Hazur erwartet ja viel und dementsprechend müssen wir auch viel dafür machen, dass wir in unserem Fach das Beste erbringen können. Ja, also sehr wichtig, vor allem nach der Corona-Zeit war es extrem schwer, sich auch zu vernetzen. Es war zwar digital, aber ist eigentlich nicht dasselbe wie analog, wenn man sich jetzt hier trifft. Das ist schon nochmal was anderes, um auch nochmal andere Brüder kennenzulernen. Ich denke mal, dass wenn man die Anweisungen von Hazur befolgt, dass man dann relativ gut durch das Studium kommt und auch relativ erfolgreich. Hazur hat ja schon ein paar Mal gesagt, wie man ein erfolgreiches Studium beenden kann, indem man viel lernt, aber auch Allah Ta'ala nicht vergisst und auch für sich betet und für sein Studium.